Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Stardew Valley. Wir schauen direkt mal, dass wir hier noch mal ein paar Sachen ablegen können. Gerade so die Essenssachen haben wir hier im Kühlschrank. Und dann geht es auch schon raus. Wir haben Frühling, wir haben in der letzten Folge schon einiges angesät, aber wir haben auch noch richtig viel Platz. Hallo Thomas, ich verkaufe jetzt hochwertige Dünger und neue Nutzpflanzen. Bis bald, Pierre. Und an Thomas, vielen Dank, dass du zu meiner Ausstellung gekommen bist. Sie lief hervorragend. Ich habe fast alle meine Skulpturen verkauft und jeder war so positiv und ermutigend. Ich hoffe, ich sehe dich bald wieder. Ja. Sehr schön. So, hier haben wir einige Früchte. Das ist auch immer gut. Wir schauen noch mal hier rein. Oh Gott. Okay. Warum auch nicht? Ja, eigentlich bräuchten wir hierfür dann auch noch mal. Oh, wir sind schon voll. eigentlich bräuchten wir hierfür dann auch noch mal Samen. Das klaut es natürlich auch mal alles so ein bisschen Zeit hier, aber ist auch gut für uns. So, Blumen haben wir woanders. Das ist nochmal eine Frucht. Wo haben wir denn die Blumen drin? Hier. Ja, Narzisse legen wir auch schon mal rein. So, das kann rein. Harz brauchen wir noch für Dünger. Das kann hier mit rein. Das auch. Gewürzbrennende Frucht. Hatten wir doch hier. So, ich glaube, jetzt können wir die restlichen Sachen sammeln. Müssen wir auch noch mal alles ablegen, damit wir genügend Platz haben. Ja, gut, dass wir auch den großen Rucksack schon haben, Leute. Sonst würde das nicht so easy flockig gehen. So, Geheimnotizen müssen wir auch noch mal lesen. Können wir vielleicht jetzt ja schon mal machen, dann ist sie auch weg. So, was haben wir da? Da sind wir leider noch nicht. Das ist die Wüste, Leute. Schalten wir frei, wenn wir, glaube ich, die 25.000 Gold bezahlen. Im Gemeinschaftszentrum. Müssen wir mal gucken. So, ich gucke gerade noch mal, was wir hier für Samen haben. Was haben wir denn hier noch? Wintersaat. Die können wir eigentlich aussehen. Und gemischte Saat. Sonnenblumensaat. Haben wir für den Herbst. Ach komm, das sehen wir auch noch mal aus. Pflanzen Sie im Frühling oder Sommer. Brauchen wir auf jeden Fall auch noch mal. Gemischte Saat. Ja, Wintersaat. Ach komm, bringen wir das erstmal aus. Den können wir vielleicht auch noch mal mitnehmen. Kaffee. Wisst ihr was? Den Kaffee packe ich hier irgendwo hin. So, dann haben wir den nochmal extra. Nicht zu vergessen, Dünger natürlich hier rauf zu packen. Das ist jetzt noch möglich. Ja, bei denen hier kommen wir leider nicht drum rum, die zu gießen.
Aber das ist auch ganz gut, dann können wir immer mal, oder haben wir immer mal einen Grund, hier unten bei den Feldern zu schauen, ob alles in Ordnung ist. Hier fehlt auf jeden Fall irgendwie noch eine Vogelscheuche, so auf der Höhe. Nochmal gucken. Holz, Kohle und Fasern. Ich glaube nämlich nicht, dass wir noch eine haben irgendwo, oder? So, Holz. Weiß ich nicht, wie viel. Kohle und Fasern. Da haben wir eine. So, Rest kann wieder rein. Würde ich die nämlich auch hier hinstellen. Und die können wir dann mal austauschen, wenn wir neue Sammlervogelscheuchen haben. Gut, Leute. Lass uns mal im Gewächshaus dann nochmal die Samen hier ausbringen. Ja, Sonnenblumen würde ich auf jeden Fall und die Wintersaat vielleicht auch noch. Dann hat das Ganze hier auch einen Nutzen. So, ich bestücke erstmal nur die, die auch einen Dünger haben. So, um Tiere müssen wir uns auch kümmern. Ja, euch geht's gut, ne? Heizung brauchen wir jetzt zum Glück nicht mehr. Gibt keine Energiekosten, Abrechnung hier. Müssen nichts nachzahlen. So, wir gucken wieder, was wir reinlegen können. Große goldene haben wir auf jeden Fall. Das kann rein. Haben wir auch. Haben wir noch gar nicht. Ja, wie unterschiedlich das manchmal ist. So Leute, Mayonnaise und Käse abgeben und dann brauchen wir neue Samen. So, hier haben wir auf jeden Fall 24 noch und dann bräuchten wir nochmal 32. Mal 24 und 32. Nochmal Sirup raus. So, hier können wir ein Ticket nämlich lösen. Ist momentan nicht in Betrieb, da steht es auch wieder. Ja, wir müssen uns nochmal richtig schlau machen, wie wir den Bus hier in Gang kriegen. Ich meine, das war über das Gemeinschaftszentrum. Können wir eigentlich sogar gucken hier, oder? Entfernung des glitzernden Felsens und hier Busreparatur, genau. Also da bräuchten wir hier die 25.000. Müssen wir uns erstmal wieder zusammensparen. Haben leider nichts mehr gerade. Ja. Was würden wir denn nochmal anpflanzen? Nehmen wir doch nochmal Blumenkohl sonst. Der bringt ja ordentlich was. Und die Kartoffeln sind eigentlich auch immer gut. Na, haben wir jetzt ein bisschen zu viel. Egal.
das machen wir nochmal eben schnell und dann können wir uns wieder um andere Sachen kümmern. Das alles wird dann ja ganz automatisiert gegossen. Brauchen wir uns jetzt nicht so drum kümmern. Außer um die Bohnen hier natürlich, die Setzlinge. Ja, Pferd lassen wir mal hier oben. Gut, weiter geht's. Viel mehr Dünger. Ich glaube, Kartoffeln sind wirklich das Beste, was man im Frühling machen kann. Blumenkohl bringt halt immer auf das einzelne Stück dann ganz viel. Aber ich glaube, so Kartoffeln sind wirklich so das Beste eigentlich. Hätten auch nur Kartoffeln natürlich anbauen können. Aber wir wollen auch so ein bisschen Vielfalt haben. Ja, jetzt macht zum Beispiel das Hydrogel, was man ja auch als Dünger verwenden kann, macht gar keinen Sinn. Weil ob die Wahrscheinlichkeit nun da ist, dass das Feld gegossen ist oder nicht, wenn man Sprengler hat, macht das Ganze so ein bisschen obsolete. Braucht man dann gar nicht mehr, finde ich. Vielleicht für die Bohnen wäre das interessant, aber dann nehme ich doch lieber die bessere Qualität. So, hier unten haben wir auch gegossen. Ich weiß gar nicht, haben wir die Kaffeepflanzen gegossen? Ja, haben wir wohl. Alles klar, super. Dann können wir das hier erstmal ablegen, das auch. Dünger legen wir auch erstmal ab. So, Leute, das ist unser Feld. ja, hier können wir auch mal abgrasen. Und hier, ich weiß nicht, warum die nicht wachsen, vermutlich. Weil hier drumherum kein Platz mehr ist. So, jetzt dürfte es eigentlich wieder funktionieren. Wir fangen mal an, so ein bisschen aufzuräumen hier. Das kann ich gar nicht mit ansehen, wie das hier aussieht überall. Hatten wir nur einen Bienenstock? Hatten wir nicht mehr? Ja, da die Bäume können wachsen, meinetwegen. Und hier unten müssen wir auch nochmal so ein bisschen aufräumen. Da könnten wir sogar schon ein paar Bäume wieder fällen. Machen wir das doch auch einfach mal. Dann kriegen wir nämlich auch wieder das Harz rein, was wir jetzt für die ganzen Dünger aufgewendet haben.
Schon wieder 20 Uhr. Wo ist die Zeit hin, Leute? Im Winter hatten wir so viel Zeit. Und jetzt im Frühling, ja, was soll's. So ist das nun mal. So, ich habe mich auch nochmal erkundigt nach den Fischen, die wir noch brauchen. Einen können wir auf jeden Fall fangen nach 18 Uhr in der Stadt im Fluss. Einer der Nachtfische, ich meine Brasse heißt er. Den kann man das ganze Jahr über fangen. Und die anderen werden wir auf jeden Fall im Sommer dann fangen können. Da müssen wir aufpassen, dass wir das wirklich im Sommer dann auch erledigen. Da kriegen wir nochmal eine Geheimnotiz. Yay. Da kriegen wir noch eine. Wow. Ja, wir lassen das mal wachsen. Das Gras. Dann können wir hier vielleicht nochmal aufmachen, dass sie da zumindest hinlaufen können. Hier haben wir so einen Strauch vergessen. Schon wieder an unsere Grenzen für heute. Komm, den nehmen wir noch mit hier. Na. Ja, reicht dann auch. 12 Energie haben wir noch. So, hier sind unsere Bäume. Hier müssen wir den Bereich dann nochmal erweitern. Ich hätte gerne irgendwie so 4 Bäume am Ende von allen. Damit wir da auch immer, ja, gut was zu ernten haben. 2 müssen jetzt erstmal reichen für den Anfang. Sind ja auch teuer genug. So, die ganzen Kiefernzapfen bringen wir dann nach unten. Die kommen hier mit rein. Ach, guck mal, Kohle hätten wir nochmal ablegen können. Haben wir jetzt auch nicht. So, das sieht doch schon mal gut aus. Geheimnotizen schauen wir uns am nächsten Tag mal an, würde ich sagen. Ach, die Kiefernzapfen haben wir jetzt auch wieder nicht reingelegt. So, guck mal, hier den oben will ich auf jeden Fall nochmal weg haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch was bringt, aber hier ist sowas zu trinken, Bello. Unsere Fässer müssen wir eigentlich nochmal bestücken. Machen wir mal hier, was hier mit Weintrauben vielleicht. Nein, nicht essen. Mit reinnehmen. Dann kriegen wir Wein raus und hier müssen wir mal gucken, was da rauskommt. So Leute, ab in die Falle. Hofarbeit und Sammeln bringt uns knapp über 4000. Haben wir zumindest wieder ein bisschen Puffer. Gut, Leute, und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Schaltet gerne wieder ein, wenn es weitergeht hier mit Stardew Valley. Bis dahin.